Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir waren das letzte Mal ja bei dem Schankwirt, Hier haben mit ihm verirren sich geredet. nicht allzu viele Besucher hin. Ich Besser wissen weiß. Sie sind unterwegs. Ja, und wir haben jetzt mal. Huch. Wie ist etwa das Spiel stehen geblieben? Hallo? Ah, okay, doch nicht. Wir gehen jetzt mal auf den Weg. Ich habe jetzt auch mal die Watze. Todeshund. Was ist denn hier schon wieder los? Okay. Wie viel können wir noch tragen? Gar nicht so viel. Herr ja, krass, was machen die jetzt hier? Oh, Gewicht nur 2? Egal. Ich würde sagen, ich habe jetzt mal die Helligkeit auf die höchste Stufe gestellt. Ich hoffe, das geht jetzt hier deutlich besser. Und wir hätten rein theoretisch ja noch die Möglichkeit, ins Hügelgrab zu gehen. Das machen wir aber mal auf dem Rückweg. Ich will jetzt wirklich mal ein bisschen die Hauptquest voranbringen. Und deswegen halt, was wir noch machen können. Es gibt ja hier noch mehr Leute, mit denen wir reden können. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon gefragt habe. Wo ist er denn? Der komische Bettler, der hier immer rumliegt. Huch. So, ich gehe mal in die Ansicht. Ist besser. Da ist nur eine Wache. Seid ihr wieder auf dem Weg, die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Diese Bären machen Fräulein Pemba so wütend. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Okay. Es scheint aber keine offizielle Quest zu sein. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Typ hin ist. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Papierjäger oder so. Wo ist dieser Typ? Okay, jetzt habe ich auch noch die Dämmerwacht bekommen. Hey, hier ist doch sonst immer so ein Typ. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der ist leicht geistig, behindert, aber ich glaube, das kommt wegen dem Schock. Ich glaube nicht, dass er schon immer so war. Ich finde ihn aber gerade nicht. Aber, ah, da ist er doch. Komm her. Ich will mit dir reden. Nafi, genau. Ich kann euch nicht sehen, Reiter. Ich kann euch nicht finden. Warum versteckt ihr euch? Verstecken, 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 verstecken. Mach mich nicht traurig. Ist alles in Ordnung? Reiter war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle hatten gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Nafi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Was ist denn los mit euch? Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Reiter geht und Nafi kann sich nicht verabschieden. Das macht Nafi sehr, sehr traurig. Nafi muss sich von Reiter verabschieden können. Ja, komm, Nafi, das kriegen wir schon hin. Hier, nimm erstmal ein oh, Goldstück. Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Okay. Der Berg wird euch auffressen. Passt auf den Berg auf.
Wir werden jetzt erstmal auf den Berg gehen und danach können wir uns mal hier um die Leute in Iverstadt und werden versuchen, hier die ganzen Quests abzuschließen. Irgendwas hat doch hier gerade... Na egal. Ich habe da gerade einen Ton gehört. So, Vampirjäger werden wir ja sowieso, weil, ich hab's ja schon, glaube ich, gesagt, was ist das denn hier? Ich habe natürlich wieder Lust, Werwolf zu spielen. So, und wir schauen jetzt mal, was es so oben in Hochrodgar gibt. Aber leider... Leider ist der Aufstieg ein bisschen gefährlich. Komm her, Ziege. Ich hätte gerne noch dein Fleisch. Gewicht 1. Ach, können wir noch nehmen. Wir müssen dann sowieso zwischendurch mal, glaube ich, noch was ablegen. Ich glaube, wir reisen aber trotzdem mal mit unserem Pferdchen weiter. Ich wollte schon Plötze sagen, aber Plötze gibt es ja nur bei Witcher. Ich weiß gar nicht, wie wir das Pferd genannt hatten. So. Noch eine Ziege, die lassen wir mal leben. Bin ja eigentlich auch nur auf das Fellschaf. Achso, und was ich natürlich nicht vergessen darf, immer Ausschau halten nach Erzen. Oder soll ich mal noch eine Schnellreise machen und das Zeug, was ich habe, verkaufen? Alles gut? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodgar emporsteigt. Okay. Habt ihr Graubärte Dovahkiin rufen hören? Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Und was macht ihr gerade? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Verstehe. Und besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Okay, ich verstehe. Ja. Hier sah es irgendwie interessant aus. Also... Ne, aber hier gibt's auch kein Erz. Schade. Ich glaube, ich mache mal noch kurz eine Schnellreise und wir verkaufen es echt, weil sicher ist sicher. Ich glaube... so viel Zeug, wie wir hier nochmal finden werden auf dem Weg. Da oben ist Hochrodgar, gut. Dann nach... Wie heißt das? Skyforge? Himmels... Nee, keine Ahnung. Ich weiß die deutschen Ländernamen nicht mehr, die deutschen Städtenamen. Was ist los mit mir? Himmelsschmiede. Hier sind wir. Ah. Verstehe. Wo ist denn der alte Knacker? Wir könnten auch mal unser Erz einschmelzen. Wenn wir schon mal da sind. Silberbarren. Okay. Wisst ihr, was richtig schade ist? Dass man die Sachen nicht zerlegen kann, die man so findet. Also zum Beispiel so ein Stahlschwert wie ein Stahlbarren einschmelzen. Das wäre noch cool. Huch. Scheiße. Hätte ich nicht machen sollen. Ist ja nichts passiert. Gebrauchtwarenladen da.
So ein Schneeflocken? Lasst es Whatever. Wissen, wenn euch etwas gefällt. Hier. Billetor. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Was zum? Okay, wie läuft das Geschäft? Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Und was habt ihr zu verkaufen? Buchstücke, Krimskrams, solche Sachen. Wie immer. Dann geben wir dir erstmal das Zeug, was wir gefunden haben. Den behalten wir. Den müssen wir noch eindingsen. Also wir brauchen natürlich die Kälte davon. Mara-Amulett behalten wir auch noch. Die Bücher behalte ich auch immer eigentlich. Eisenkriegshammer? Nein, danke. Eisenschild kannst du auch haben. Eisenstreit kommt sowieso. Elfenpanzerhandschuhe, wo habe ich die denn gefunden? Das müssen wir wahrscheinlich noch zerlegen. Die Magie rausholen. Geringes Schlossknackens. Was haben wir eigentlich gerade an? Amulett von Zenita und 10% bessere Preise. Okay. Also die ganzen Teile behalte ich mal noch. Die könnten wir aber mal bei Gelegenheit einlagern in unser Haus. Das haben wir ja auch noch. Die goldene Halskette. Ach komm, hier. Wie viel Gold hatten wir noch? 1600. Holzteller. Kannst du gern haben. Hundefleisch. Bitte sehr. Kaiserlicher leichter Helm. Okay. Lavendel, Leder, Lederhelm. Rüstung 14. Rüstung 14. Wir können ja mal bei Gelegenheit den Lederhelm aufbessern. Wenn wir das können. Royalkumbarren, orkische Pfeile. Das müssen wir auch noch zerlegen. Silberbarren. Ja komm, behalten wir noch. Silberhalskette hier. Spitzhacke müssen wir noch behalten. Stahldolch kannst du haben. Stahlkriegsachs auch. Stahlrüstung sowieso. Raserei haben wir auch noch, was wir lernen müssen. Ziegenbein, bitteschön. Bitte komm. Dann gucken wir mal kurz rein. Zuerst mal in die Bücher. Benutzen. Ha! Wieder. Und dann schaue ich mal, dass wir noch den Lederhelm aufbessern. Eigentlich müssten wir jetzt auch genug Felle gesammelt haben dafür, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages. So, mal ein bisschen rennen hier. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Jo. Leider können wir noch kein Leder herstellen. Das heißt, gib uns mal ein bisschen ich habe hier ein Leder, bitte. Blick darauf. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Ach, wir haben 1000... Oh, okay. Ja. Sonstiges. Leder. 300. Wow. Nee, ist mir zu teuer. Ich glaube, ich sammle dann lieber. Auch drin reinzuschauen, falls ihr dauert halt dann ein bisschen, aber egal.
erstmal zurück nach, wo haben wir es? Iverstadt. So, und dann geht's los mit dem Pferd.